Ja, wir sind hier beim Blaufärbermarkt hier in Naschstetten und du bist auch dabei mit der Urlaubswelt. Wie ist das für dich, nach 2 Jahren mal wieder hier stehen zu dürfen? Es ist total toll. Wir haben ganz prima Feedback von unseren Kunden, die vorbeikommen, sagen, schön, dass ihr wieder da seid, erkundigen sich nach den neuen Gruppenreisen, die wir anbieten. Haben noch mal vielleicht die eine oder andere Bedenken wegen Corona, die wir natürlich mittlerweile gut aufklären können. Es ist auf jeden Fall super schön. Tolle Dynamik. Man sieht es an den Ständen hier, viele haben gelitten unter Corona. Wie ist das bei euch in der Branche, in der Reisebranche gewesen? Also die Reisebranche hat natürlich gelitten. Und der zweite Ding natürlich, wir hatten keine Kunden, keiner ist gereist. Und es war auch so ein bisschen negativ, weil viele haben gesagt, gerade die Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, bringen Corona mit. Und das ist natürlich ein ganz schöner Image-Schaden auch gewesen. Aber mittlerweile ist es so, dass alle Reisen wieder, dass alles ganz entspannt ist. Es gibt kaum noch Beschränkungen weltweit. Wenn ich jetzt gerade hier stehen habe, sag mir bitte einen Grund, warum darf ich oder warum sollte man lieber in ein Reisebüro gehen, statt wie online zu buchen? Da gibt es so viele Gründe, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Aber das Einzige und Beste ist, ihr kriegt für dasselbe Geld eine richtig gute, geile Beratung. Tanja Steg, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Rheinlahn. Ist das heute ein beruflicher Besuch bei dir auf dem Blaufärbermarkt oder einfach privat? Es ist definitiv beides. Ich liebe es hier. Ich bin Bürger aus dem blauen Ländchen. Naschstetten ist auch meine Stadt. Und ich finde es wundervoll, hier zu sein, so viele bekannte Menschen zu sehen. Und natürlich freut sich mein Herz über volle Straßen, über volle Geschäfte. Das ist Wirtschaftsförderung. Da freue ich mich einfach auch. Du bist auch Bürgermeisterin von Oelsberg, darf man in dem Fall auch nicht vergessen. Wenn du jetzt hier durchgehst, du kennst ja wahrscheinlich viele Geschäfte oder Unternehmen, die ihr auch unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne hier sehr, sehr viele, privat, aber auch beruflich. Und das ist schön so.